Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hassreiter und wir sind in Folge Nummer 292 von Simotrans. Ja, unsere Straßenbahn haben wir letztes Mal fertig geschafft. Diese zwei Linien sind da. Jetzt schauen wir mal weiter. Wir hatten ja die Wartehaltestellen-Warteliste im Auge gehabt mit wartenden Leuten. Und ja, Alex im Baustoffhandel hatten wir schon bearbeitet, ne, oder? Ja, da waren wir ja klar mit dran jetzt. Da haben wir die Straße für gebaut. Da wollen wir hoffen, dass das weniger wird. Was haben wir jetzt hier? Sonderhausen-Passagiere. Das ist noch ganz woanders. Da stehen noch Sonderhausen-Verdi-Straße. Sonderhausen-Verdi-Straße. Wo ist die? Donau, Verdi-Straße, da ist die. Und die andere ist Sonderhausen-Thomas-Edison-Straße. Die war, glaube ich, hier oben irgendwo. Da ist er. Okay. Da haben wir schon einen extra Bus, glaube ich, drauf gefahren. Hat sich aber wohl nicht verbessert. Ne? Sonderhausen-Asimov-Weg. Wo ist der Asimov-Weg? Der ist da. Also der ist ja nicht ganz so schlimm, aber die anderen sind schon richtig schlimm. Ne? Haben wir da einen innerstädtischen Bus noch zusätzlich gemacht? Diese hier vielleicht? Sonderhausen Bahnhof Rathaus. Hier Straße ist der Bahnsteig, ne? Ja. Und Mittelgebirgsrathaus ist da. Da warten nur 13 Passagiere, ne? Das ist doch hier vielleicht... eigentlich über, ne? Fahren doch ziemlich leer da lang, ne? Oder fahren die voll, wenn die auf dem Rückweg sind? Also der fährt ja jetzt hier, lädt da. Ja, noch nicht, aber jetzt kommt er dazu. Also das war der oder der, einer von den beiden war das jetzt. Und jetzt ist noch der zweite hier. Entladen und bringt nichts zurück. Das heißt, ich würde diese Linie gerade noch anpassen. Anpassen. Hinzufügen ist schon richtig. Sonderhausen-Hirschstraße. Dann wieder Sonderhausen-Hirschstraße. Und dann fahren wir hier zur Verdi-Straße oder wie sie auch immer heißt. Fahren dann wieder zur Hirschstraße und fahren dann zur Thomas Edison da. Und dann hier ist wieder der erste, das passt dann. Dann sollten die drei da definitiv ein bisschen mehr aufräumen, oder? Dann haben wir das schon verbessert, denke ich mal. Das können wir erstmal so laufen lassen. Wo ist der jetzt? Da. Gut zu verfolgen, da müsste er jetzt voll werden dann, ne? Aber kommt natürlich drauf an, wo er als nächstes hinfährt, ne? Werden wir jetzt sehen, wäre die Straße also voll. Passt. Das aus, das weg. Und wo waren wir denn jetzt hier stehen geblieben? Das war da. Hier sind noch Zuckerpaletten. Stehen die alle hier? Palettenstück gut wartend. Die stehen alle da. Und die sollen zur Bäckerei. Und wer bringt die Paletten dahin? Linie, Bäckerei. Fährt da überhaupt einer da hinten hin? Was macht er denn hier jetzt? Mehl? Bäckerei. Ich glaube, die norddeutsche Bäckerei, die sollte man mit einem Zug erschließen und nicht mit LKWs, die dahin fahren, oder? Ich glaube, hier läuft ein bisschen was falsch. Kriegen wir den hier durch? Das ist die Frage, ne? Es ist ja schon relativ viel Betrieb hier, ne? Der fährt ja jetzt da oben auch hin. Was hat der geladen? Paletten. 27 Paletten.
Der fährt ja leer zurück. Dann sollen wir mir hier sag schon Zucker hinbringen. Den LKW, den ich eben mit dem Zucker hatte, aber hier war das, der auf jeden Fall nicht. Wo ist der Zucker-LKW? Also ich will mal hoffen, dass hier keine LKWs mehr langfahren, ne? Sonst machen wir was vor. Ah, da fährt schon mal einmal. Ah, 25 Pakete Stückgut geladen. What? Bier Adenauer. Okay. Das macht ja vielleicht noch Sinn. Ist das auch Bier Adenauer? Ja, okay. Den würde ich ja noch von da mittendrin akzeptieren, ne? Ist das auch Bier Adenauer? Ja, das ist die einzige Linie, die ich jetzt hier noch akzeptiere, die da lang fährt. Allerdings wird es Sinn machen, die erst hier rüber zu karren zum Bahnhof und dann, aber naja. Wir machen mal gerade noch einen Zuckerzug. Eine Lok. Was haben wir denn hier so? Ich würde jetzt diese hier wieder mal nehmen, ne? Die ist aber zu schnell. Die reicht. Und dann Waggons. Können wir hier mal Palettenklamotten raussuchen. Backwaren gehen auch auf Paletten, ne? Ja. Das ist unser Zug hier. Also er hier ist mit 120 km natürlich schneller, 45, dafür hat er 54. Aber den kann ich da nicht dran machen, weil das die falsche Lok dafür ist. Also gehen wir mal auf Halblänge 15. Einer zu viel. Und dann machen wir einen Fahrplan. Von hier. Ich würde das erst nach da oben machen, weil da steht er ja auch immer zum Laden, ne? Ach so, das ist ja eine neue Linie. Und das ist ein Güterzug, Zucker. Und mehr schreibe ich da gerade nicht hin. Und dann starten wir den. Mal gucken wir noch im Güterzug Zucker. Ist er das schon? Ne, das ist aber, ne? Für das Depot, genau. Der bringt gleich 1000 Tonnen da durch die Paletten durch die Gegend, natürlich nicht Tonnen. Wo war das jetzt? Hier. Achso, ich muss hier rüber. Der fährt 10 Mal, dann ist das weg. Ich hoffe, die Südfrüchte, ne, die fahren woanders lang. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo die hinkommen. Oder wann das passt und wie das fährt. Und Edenburg ist überfüllt, ja. Der müsste jetzt 1000 Paletten Zucker nehmen, ne? Eier, Mehl und Zucker nimmt er. Okay. Und das geht alles zur Bäckerei. Gut, dann mach das mal gerade aus hier. Ich wollte jetzt gerade einen LKW sehen. Der fährt zum Marktplatz. Der fährt auch zum Marktplatz und darüber. Okay, das. Obwohl die Südfrüchte. Doch, es passt schon. Die Südfrüchte kommen hier an. Das passt schon. Dann lass es so laufen. Vielleicht finden die anderen den anderen Weg. Könnte auch sein. Jetzt wollen wir hoffen, dass das hier mit den Zügen kein Chaos gibt, dass da einer zu viel durch Radolfzell fährt. Das müssen wir gucken, ne? Schlängelt sich da durch diesen Ort durch. Höchstgeschwindigkeit ist da natürlich wahrscheinlich nicht drin, 58 km/h. Dann steht er da gleich vor dem Signal, okay. Fährt der andere erst raus. Da oben steht schon einer, der vorbei möchte. Okay, der kann erst vorbei, dann passt es ja noch. Und jetzt fährt er in den Bahnhof, glaube ich. Will ich mal ganz stark hoffen, ne?
Macht es Sinn, dass der da durch den Bahnhof durchfährt? Sollen wir aus dem Sackbahnhof einen Durchfahrbahnhof machen hier über Land? Wäre eine Überlegung wert, ne? Zurückgehen 365 Backwaren. Ja, eigentlich sieht es erstmal gut aus, oder? Jetzt kommt natürlich der andere rein. Jetzt fährt er raus. Das müsste aber so gut funktionieren. Er fährt natürlich dann durch den Bahnhof dadurch, ne? Aber das ist halt so. Und jetzt steht er, weil Linie noch blockiert ist oder was? Jetzt haben wir ein Problem. Nein, er fährt weiter. Okay. Ich will mal hoffen, der fährt da passend durch, ne? Sieht aber erstmal gut aus. Ja. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Machen wir gerade schneller. Jetzt hat er hier die wieder aufgeladen. Allerdings vom Zucker ist am wenigsten immer drauf, ne? Südfrüchte. Das ist nicht Mehl und Eier sind dabei. Eier, Mehl ist hier. Ne, Eier ist hier. Wo ist denn das Mehl? Da ist das Mehl. Okay, auch noch reichlich. Ja. Am Rückfahrt hat er nicht mehr ganz viel. Für die Gastwirtschaft ist diesmal Backwaren drin, ne? Wird da was weniger, aber auch nicht so richtig viel, ne? Eier, Mehl und Zucker. Jetzt nimmt er schon nichts mehr mit. Die Eier hier werden doch weniger für die Bäckerei. Über Radolfzell-Nord Deutsche Mühle. Diese nimmt er sowieso nicht mit, er nimmt nur diese mit. Das heißt, die sind gleich raus, oder? Das werden wir jetzt sehen, wenn er gleich da ist. Jetzt sollten die 112 Eier weg sein und mehr nicht. Ist es gerade irgendwie ein anderer Eierzug da angekommen oder was? Nee, die Eier sind jetzt weg dafür. Jetzt kommt der Rest. Was fährt da sonst noch? Das Mehl hier. Und dann kommt irgendwann erst der Zucker. Der Zucker ist natürlich jetzt gestiegen. Warte mal, lass uns nochmal schneller laufen. Da sind die Backwaren wieder. Ah, Zucker. Und hier sind schon tatsächlich 108 Eier wieder angekommen. Aber jetzt ist das Mehl erstmal in den Vordergrund gerückt. Zweiunddreißig Mehl. Wird da angeliefert Mehl? Nee, 538 Mehl. Nee, kommt kein Mehl nach. Jetzt sind nochmal 52 Paletten Mehl da. Jetzt lassen wir noch einmal laden und dann müsste ja ganz viel Zucker drin sein, ne? Weil Eier. Ja, jetzt haben wir 920 Paletten. Ja, da sind noch einige Fahrten, die er da machen kann. Gut, dann müssen wir gucken, wie es dann weitergeht. Ich sag mal, für die Runde soll es wieder erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.